Hoher Besuch in Wildbad Kreuth. Der britische Premierminister David Cameron schaut auf der CSU-Klausurtagung vorbei und diskutiert mit den Christsozialen über Themen wie Europa und Flüchtlingspolitik. Cameron knüpft den Verbleib Großbritanniens in der EU an Reformen. Ich bin nach den exzellenten Diskussionen mit den Kollegen in Bayern zuversichtlich, dass einiges möglich ist. Nicht nur für Großbritannien, sondern auch für Europa. Nicht nur, weil es den anderen europäischen Ländern nutzen wird, dass Großbritannien in der EU bleibt, sondern weil es wichtig ist, dass diese Organisation zeigen kann, wie flexibel ihre Netzwerke funktionieren und sie sich dadurch besser mit Bedürfnissen einzelner Mitglieder befassen kann, anstatt sie abzublocken. Ein zentrales Thema bei der Begegnung in Wildbad Kreuth ist die Flüchtlingspolitik. Cameron will EU-Ausländern in Großbritannien für 4 Jahre jegliche Unterstützung verwehren, um so die Einwanderung zu begrenzen. Wir wollen sicherstellen, dass die Sozialsysteme und vor allem unser eigenes nicht allzu anziehend wirken, weil wir in Großbritannien in den vergangenen Jahren den Druck einer übermäßigen Zuwanderung spüren. Camerons Forderungen stoßen in Wildbad Kreuth auf offene Ohren. Nach dem Treffen reist der britische Premier zu Gesprächen mit der rechtskonservativen ungarischen Regierung nach Budapest.